Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Und falls ihr noch für den Sommer eine Cappy braucht, damit ihr vor der Sonne geschützt seid, dann habe ich jetzt sogar hier eine eigene Cappy am Start, Leute, mit John Chicos. Also checkt auf jeden Fall aus mit dem Link in der Beschreibung und holt euch die spezielle Brox Edition. Jo, Alter, pass auf. Bremse. Achtung. Das ist schon mal besser eingeparkt, ne? Du hast schon mal besser eingeparkt. Das Ding war gerade neu. Aber wir haben heute ja einen Auftrag. Wir wollen nämlich zu IKEA und ich brauche einen neuen Gaming-Stuhl. Deswegen müssen wir hier einen finden. Ja, okay. Kein Problem. Ja, guck mal. Eingang hier vorne. Ich war richtig lang nicht mehr bei IKEA. Eigentlich können wir sogar heute noch ein bisschen mehr machen als nur deinen Gaming-Stuhl, sondern vielleicht noch so Hotdogs und sowas essen. Oh mein Gott, die IKEA-Hotdogs sind die besten, ich sag's dir. Ich weiß. Ich glaube, wir müssen hinten rechts rein, oder? Hey, was machst du da? Keine Ahnung. Guck mal, wie der geparkt hat. Ich war sauer auf den. Der steht so schief. Bro, du kannst doch nicht einfach von irgendjemandem wildfremden hier das Auto beschädigen. Ja, okay. Sag mal. Du kannst doch nicht einfach irgendwas kaputt machen. Und was hier machst du jetzt hier gerade? Ja, das Auto, das stand hier schon. Das ist doch kompletter Schrott, das Auto. Okay. Dann lass mal. Lass mal. Ja, ich hoffe. Was hast du denn angemacht? Ich hab den gar nicht angemacht. Ich glaube, die Alarmanlage von dem ist an, oder? Das ist so ein stummer Alarm. Dann komm mal lieber wieder mit, weil das Ding ist, wir dürfen auch nicht erwischt werden, ne? Weil wir werden nämlich deinen Gaming-Stuhl nicht kaufen. Den werden wir nicht klauen. Ich weiß, wir werden den klauen. Bro, als wenn ich jetzt für einen Gaming-Stuhl bezahle, was soll das denn? Nein, safe nicht. Keine Ahnung, ne? Wer weiß ja. So, ich hab das Gefühl, es ist wenig los, oder? Obwohl, das wäre nicht los. Dafür sind so viele unten. Da sind ja auch hier Dingens, wie heißt das? Feiertag, ne? Also, wir sind auch nicht ganz legal jetzt hier. Das kann sein. Okay, lass mal in Ruhe gucken. Das sieht krass aus hier. Die haben hier sogar einfach Autos und was steht. Hier sind Handys. Guck mal, hier sind schon so Hocker. Ey, das ist dein Gaming-Stuhl hier. Wieso? Guck dir das an. Das hier ist, das setze ich da mal rauf. Das ist dein Gaming-Stuhl. Das hier ist, wie kannst du greifen? Da. Rechtsklick. Oh Gott, das hier ist deiner. Der sieht voll, der hat die Kackfarbe. Guck dir den mal. Bro! Oh Gott. Oh Gott. Der Boden! Oh Gott. Was machst du denn? Komm das jetzt sofort wieder zurück ins Regal. Alles gut. Solange das war aus Versehen nur. Das lass den Computer da. Du bist viel zu klein für den Computer. Mann, ey, ich bin voll klein. Komm, wir gehen weiter. Wir müssen jetzt den Stuhl finden. Hier sind auch Stühle. Guck mal hier. Ja. Das. Aber welche Farbe gefällt dir am meisten? Weil ich weißen. Ich würde einen weißen Gaming-Stuhl nehmen. Die sehen doch blöd aus, oder? Ich will mal so einen richtigen Gaming-Stuhl. Das sind doch keine Gaming-Stuhl, das sind eher so Terrassenmöbel oder so. Bro! Oh mein Gott! Sofort aus, die haben hier einfach, ein Auto stehen, ne? Das kann man gewinnen, wenn man beim IKEA-Lotto mitmacht. Und wenn die Leute jetzt ein Like da lassen, dann kriegt man das vielleicht. Okay, ich glaube, ich feile lieber nicht mit damit. Sonst machen ja die kompletten IKEA damit ja kaputt. Ja, das wäre nicht gut, wenn man das nicht, dass du auch erwischt wirst, weil dann kriegst du lebenslang Hausverbot. Okay, das wollen wir vermeiden. Warte mal, ich guck mal hier. Abschnitt 4 steht da. Okay, warte mal. Abschnitt 4. Wir sind jetzt gerade 1. Ah, siehst du das? Ja, okay. Sind Abschnitt 1. Es gibt 8 also Stück insgesamt. Wir müssen zu Abschnitt 4 oder was? Ja. Es gibt 8 Stück und wir sind jetzt bei 1. Warte mal, darf ich mal. Kissenschlacht. Hör auf. Oh nein. Ich habe was kaputt gemacht. Hör auf jetzt, da die Stühle zu schmeißen, sag mal. Macht aber zu viel Spaß. Hör auf. Bro, nicht hier. Alter, wir können uns doch theoretisch ein komplettes Wohnzimmer holen, ne? Guck mal. Guck mal. Oh nein. Oh mein Gott. Hör auf. Bro, was? Alles klar, okay. Hör auf, das kaputt zu schießen. Ja gut, okay, kein Problem. Ich muss das hier wieder reparieren. So, nochmal Brett drauf, alles klar. Bro, nicht für die Äpfel, das lag. Nein, oh Gott, löschen. Oh Gott. Was machst du denn da? Ich habe das Feuer jetzt, glaube ich, wegexplodiert, oder? Du hast es doch schlimmer gemacht. Okay, warte, ich lösche ganz kurz mal. Nein, lösch. So. Oh Gott, hier auch nochmal ein bisschen. Gut, dass wir Feuerlöscher immer dabei haben, ne? Wichtig. Ich weiß, aber wir sind schneller zu löschen. Ja, hier passt, oder? Ja, okay. Oh Gott, aber okay. Was ist hier auch los? Komm mal lieber schnell jetzt hier weg. Komm mal ganz schnell jetzt hier weg. Weiter. Dass hier immer noch keiner von den Mitarbeitern ist und das gesehen hat, ne? Wie du hier so allgemein gerade keiner ist, ne? Von den Mitarbeitern. Ja, aber euch auch ein bisschen. Okay, Abschnitt 2. Guck mal, wir müssen Abschnitt 4. Abschnitt 2 ist auf jeden Fall. Abschnitt 3 da direkt. Oh Gott, da kommen die jetzt gleich. Wieso, wer kommt denn? Guck mal! Die Gaming-Stühle. Hä, guck mal. Welche gefällt dir hier? Sind die alle gleich? Ich glaube, wenn man, die beiden, die sind auch am besten. Ich teste den mal ganz kurz, warte mal. Oh,
Okay, okay, eine Runde Fortnite. Yo, yo. Au! Was soll denn das? Was schmeißt denn hier mit den Stühlen? Was auch mit dich kann man auch nirgends so mit hinnehmen. Alter, so das war zu viel Spaß, die so zu schmeißen. Hör mal auf hier, so wilde. Ja, mach mal wieder ein ordentlich ins Regal rein. Hör auf jetzt, hier ist hier noch jemand kommt. Ich probier's gerade. Lass das jetzt, sonst ich hit dich. Aua, hör auf damit. Hör auf damit jetzt. Lass den Stuhl da jetzt liegen. Dann lass den Stuhl da jetzt liegen. Ja, gut, so. Okay, dann kannst du jetzt ganz in Ruhe. Okay, guck mal, hier gibt's noch mehr. Hier kann man noch mehr ausprobieren. Ah. Okay, und was ist hier vorne? Wieso, was soll da vorne sein? Was hast du gemacht? Hier vorne, guck mal, warte mal. Hier schön schwimmen, hier steht was an der Wand. Oder nicht? Ja, hallo, passiert hier auch nochmal was? Passiert ja nichts. Ist voll boring. Wo geht's hier vorne weiter? Sind die jetzt. Okay, okay, lass mal weitergehen. Guck mal, das sind Mitarbeiter. Hä? Hä? Was ist das denn? Hey, hallo, wir würden gerne einen Gaming-Stuhl kaufen. Ja, wir würden gerne wissen, wo kann man. Kann man noch Hotdogs kaufen? Was macht der mit dem Plakat? Hä? Guck, wie der aussieht. Der ist auch ganz rot. Guck mal. Der sieht voll komisch aus. Was macht denn der da? Mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Der sieht ungesund aus. Der macht da welche. Ich dachte, wir brauchen Hilfe oder sowas. Hallo? Sir! Der wollte mich beißen! Wie soll ich beißen? Sir! Ich schon, der wollte mich gerade beißen! Sir! Ist alles gut? Was ist los, Sir? Oh, was hast du getan? Ich glaube, dem ging's nicht gut. Ich habe ihn, glaube ich, nur erlöst oder sowas. Was ist denn hier los mit den Mitarbeitern? Bro, was ist hier los mit den Mitarbeitern? Guck dir den an! Hallo? Ist alles in Ordnung bei ihm? Bleiben Sie weg von mir! Ja! Oh mein Gott! Glaubst du, das sind Zombies? Ich glaube, es sind Zombies. Die sind. Deswegen ist auch keiner hier! Alter, deswegen ist keiner hier, weil jetzt Zombies nicht hier sind. Oh mein Gott, okay, warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Wie kommen wir jetzt raus? Locker, wenn wir jetzt zurücklaufen, sind da auch Zombies, oder nicht? Ja, ich glaube, wir müssen jedenfalls hier... Das Auto, wir könnten das Auto nehmen, vom Anfang. Okay, okay, warte, du hast recht. Okay, komm, dann lass uns ganz kurz zurückgehen. Okay. Da steht auch irgendwas hier an der Wand. Ah. Ja, das habe ich da eben rangeschrieben. Hi, steht so. Da. Ach so, okay, okay. Hol mal das Auto, bis gleich. Ich bin gerade dabei. Ja, warte, Okay, 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 ich habe das Auto jetzt. Einsteigen, ich komme. So, okay, ich bin drin. Okay. Abflug. Aus dem Weg jetzt hier. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass da noch mehr Zombies die auf uns warten. Guck mal. Also falls, Alter, dann... Es brennt ja richtig. Wo brennt? Gott. Hast du nicht gesehen eben? Nein, Oh Gott, oh Gott, das ist komplett gebrannt gerade. Okay, jetzt bisschen hier, komm weiter. Schon, ich düse mich weiter. Mach ruhig, nicht schnell, lang. Gang 3 sind wir jetzt schon, Gang 3 jetzt hier. Ja, sehr gut, hier waren wir eben auch schon, glaube ich, oder? Ja, hier sind die Stühle noch, hier war das gekritzelte. Und hier waren die ersten Zombies, ne? Oh Gott. Oh ja, stimmt, jetzt langsam. Warte mal, schalt mal an, halt mal an. Ich stelle, glaube ich, auf die Ladefläche und dann mit der Shotgun in der Hand. Okay, wenn das funktioniert, ready? Okay, Mach langsam. Ich fahr doch langsam. Ja, hallo. Ich sag's ja nur. Okay. So? So musst du auch. Okay. Ich sehe, Gott, jetzt ist einfach alles. Nein! Da vor uns! Vor uns! Du musst daran, ich sehe sie nicht. Ich kann sie kaum treffen. No! Alter, oh Gott, ich hab. Da sind noch mehr! Holt dir, ich glaube, ich hab einen überfahren gerade. Bam! Okay, ich glaube, das war's, oder? Mit der? Ich glaube, das waren alle Zombies. Boah, ich hoffe nicht, dass hier noch mehr sind. Ey, ist voll komisch, wenn du drauf bist. Wieso? Das ist voll komisch, mein Auto buggt dann. Mach vorsichtig, lenk mein Auto buggt. Ich kann mit dich fahren, wenn du drauf bist. Ja, bringt ja nichts. Soll ich aber nur so. Ach man, wie fährst du? Was passiert mit meinem Auto? Ja, dann steig aus, ich fahr. Du kannst, kannst ja gar nichts. Steig aus. Irgendwelche kannst Zombies machen da irgendwo. Oh mein Gott, da ist noch einer hinter dir! Hinter dir! Los! Überfahr ihn! Schieß ab! Okay, sehr gut. Okay, ich hab ihn. Vor uns! Oh Gott! Oh Gott! Okay, und? Hab ich? Da sind ganz viele! Siehst du sie nicht? Wo denn? Da sind 100 Stück auf dem Boden! Wo auf dem Boden? Oh. Hier ist keiner! Hier! Hä, wo? Hier direkt, wo ich stehe! Nee, hier ist keiner! Alter, da sind bei mir richtig viele! Alter, wie konntest du nicht sehen? Die, ich glaub, du wurdest gebissen oder so! Was für, ich wurde gebissen? Hier sind noch mehr! Hä, wo denn? Hier sind gar keine Zombies! Bro, hier sind übelst viele, siehst du sie nicht? Ich glaube, du halluzinierst. Ich glaube, du wurdest gebissen. Du halluzinierst hier rum. Ja, das kann sein. Der kam eben auch ganz, ganz close auf einmal, der eine Zombie. Komm, lass einfach raus hier. Ist mir zu gruselig. Ist mir viel zu gruselig. Das ist echt ein bisschen merkwürdig jetzt hier gerade, ne? Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Okay, warte, ich steig ein. Ja, ich steig ein. Wo sind wir denn? Wir sind 7. Es gibt 8 Bereiche. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, bevor wir jetzt hier in den 8. Bereich fahren. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen komisch dann. Ja, hier sind auf jeden Fall gerade keine Zombies. Hier lang oder was? Geht's hier lang? Was machst du denn? Oh, was machst du denn? Wie fährst du denn? Ja, Mann, Alter, da war eine Bananenschale, ich schwör's dir. Unglaublich. Sag mal. Das ist nicht dein Ernst. Nein, das Auto steckt fest, wir müssen laufen. Ja, natürlich, wenn du so blöd gegen die Wand fährst. Oh, was kann ich denn dafür? Hallo. So, aussteigen.
So. Ey, Digga, fahr doch vorsichtig da. Wir müssen laufen eigentlich. Sagst du mir nicht, dass ich vorsichtig fahren soll? So. Okay, komm, weiter. Bereich 8, sagst du? Oh Gott, Bereich 8. Okay, lass uns laufen ab hier, Oh! Nein, was machst du? Bananenschale. Wir sagen, ich fahr schlecht. Oh nein. Ja toll, Digga. Ich schieb. Warte. Schieb bitte. Ja, die verdammt. Karre ist Schrott. Wir müssen zu Fuß jetzt hier weiter. Oh mein Gott. Weil oh du Gott, eben da so blöd gefahren bist. Hä, wird's gerade neblig? Hä? Und was ist jetzt passiert? Die Farbe hat sich doch gerade verändert, oder nicht? Ja klar hat sich die Farbe verändert. Es ist viel roter alles gerade. Du läufst viel zu schnell. Erstmal ein bisschen gucken hier. Siehst du hier irgendwo noch welche sind? Hier rechts um die Ecke oder so. Da sind so komische Spielzeugröhren. Da war ich mal als Kind drin. Oh Gott, ich hab Angst. Also ich sehe jetzt jedenfalls hier gerade keine. Bis jetzt. Okay. Vielleicht verstecken die sich auch einfach um die Ecke oder so. Ja, kann auch sein. Ich hatte auch gerade meine... Ah! Alter, lass mal das Ding in Ruhe. Hä, jetzt ist das Ding neblig geworden, ne? Oh mein Gott, jetzt kann man ja gefühlt... Guck mal da hinten, ich kann gar nicht mehr gucken. Ich auch nicht. Oh nein, ich hab ein bisschen Angst. Siehst du da hinten irgendwas? Ich sehe keinen. Warte mal, hier ist nochmal so ein Informations... Oh! Digga, was machst ich du, ey? Ich hab aus Versehen auf Schießen gedrückt. Ich war nicht mal im Visier. Mann, Alter, das hast du verdient, ey, wenn du hier auf einmal nur so rumschießt. Oh Gott. Oh Gott, hör auf jetzt! Ja, okay, warte, ich guck doch hier. Hier lang... Warte mal. Was ist denn hier der Ausgang? Hier rechts, oder was? Digga, hör sofort auf. Denkst du, das ist der Ausgang? Hä? Hier rein? Oh nein, wir sind im Ikea-Labyrinth jetzt gefangen. Ich glaube, da lang, oder nicht? Lass hier lang. Nein, hier lang, safe. Aber das... Nein, ist doch nicht gut. Jetzt sind wir wieder bei 1. Ja, komm her, das ist falsch. Hä, müsst ihr da vorne lang, oder was? Hier, die Pfeile auf dem Boden folgen. Warst du noch nie in die Ikea drin, oder was? Doch, normal, aber ich dachte, die will einen Geheimgang oder so. Okay, dann hier vorne... Okay, das ist eh egal. Wow, die ganzen Lampen. Okay, warte, ich muss kurz löschen. Oh nein, es brennt. Ja, bringt eh nichts. Es brennt eh überall schon. Bei mir gar nicht. Wir gehen mal hier vorne weiter. Okay, hier. Hier geht's jetzt runter? In dieses Warenlager. Ah, okay. Oh, oder wir gehen hier vorne. Aber hier steht Exit. Hier steht Ausgang. Nein, da steht Exchange. Dann lass uns hier runtergehen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Wenn wir Möbel oben haben, die wir mögen, können wir jetzt hier unten abholen. Yo. Das sieht jetzt aber irgendwie nicht aus wie das Lager, ne? Hä? Natürlich, oder nicht? Sieht das nicht immer bei Ikea so aus? Nein, eigentlich sind die ganzen Sachen, das so aus. Nein, die sind eigentlich hier so alle eingepackt, so wie hier. Aber Alter, du hast da gerade gegen den Karton gehauen und auf einmal kippt dir das ganze Regal einfach. Hä? Wir können nicht mehr zurück. Was? Hä? Wir können nicht mehr zurück. Hä? Was steht da? Ausgang? Exit? Hilfe? Help. Was, jetzt wird das noch eine Überlebensmission oder was? Komm, wir hauen hier ab, das ist mir zu gruselig. Das ist echt gerade ein bisschen merkwürdig. Da oben brennt es! Siehst du das da oben? Im Dach, wo da brennt es schon. Im Dach da oben. Okay. Nein, bei mir brennt es, warum soll es da oben brennen? Von da kamen wir doch gerade erst. Oh, auf einmal brennt es da! Alter, warte, was ist denn hier? Hier ist das Regal kaputt. Oh. Was ist das? Ich glaube, Mitarbeiter wollen wir fragen, wie wir... Hat der alles kaputt gemacht? Ich glaube, der löscht hier ja oder so, keine Ahnung. Der macht ja alles kaputt? Was stimmt bei dem nicht? Ich frag dir mal. Der hat doch rote Augen, glaube ich, oder? Hallo? Was sieht jetzt nur so aus? Hallo, Sir! Sir, wo müssen wir hin? Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was der... Hält er mich an, wie sieht der schießt? Oh mein Gott, der schießt! Der schießt! Der schießt! Raketen! Alter, der schießt Raketen! Bro, er hat die ganzen Regale kippen um! Der schießt Raketen aus dem Nichts! Hilfe, rennt mir hinterher! Wir müssen weg! Komm, wir laufen. Passiert jetzt gerade? Laufen. Alter. Wo ist der Ausgang? Ich weiß es gerade nicht. Warte, das ganze Regal kippt um. Oh mein Gott. Ich sehe es. Ist er dahinter, Alter, oder was? Das ist alles... Warte mal, wo müssen wir denn lang, Bro? Das ist ja Sackgasse, oder was? Er ist weg. Ja, echt? Ist er durchgezogen, oder was? Er ist weg. Ich nehme mir aber noch kurz einen Gaming-Stuhl mit. Alles klar, wir können los. Okay. Warte mal, Ausgang? Ich glaube, wir müssen da vorne, irgendwie... oder? Hier, nein, ich glaube, die Pfeilen wieder folgen. Nein, nicht bei dir. Hä? Sicher? Müssen doch locker den Pfeilen folgen, oder nicht? Ich glaub nicht. Weiß ich nicht. Es gibt, wieso denn nicht? Wo denn lernt's lang? Bro, keine Ahnung! Da stand irgendwie hinter uns Exit Help, Bro! Natürlich gibt's hier vielleicht auch einen Geheimausgang. Keine Ahnung. Nein, hier müssen wir locker lang. Hier in die Richtung oder so. Mit Gaming-Schuh vergessen, ey, weil ich mich hier aufgeregt habe. Hör auf. Oh mein Gott! Alter! Hör auf damit! Benimm dich! Das war voll viel Spaß!
Ups, aus Versehen getroffen. Aus Versehen getroffen. Hä? Guck mal, wie das cool Kassen? Das ist. Das sind Kassen, oder? Nee. Ich weiß nicht. Ja, toll, sind wir im Kreis gelaufen. Ich bin schön, hier waren wir eben schon. Nee. Nicht? Das ist alles umkippt. Wir machen den kompletten Ikea kaputt, komm! Bam! Oh Gott, hier vorne lang? Hier sind die Kassen. Hier hinten sogar neue Betten. Oh, entspannt. Oh, oh mein Gott, die Sachen fallen ja einfach alle runter. Okay, weiter, weiter, weiter. Das ich hoffe, so viel wir Spaß. Kommen hier gleich mal raus. Ist so, Alter, ich will jetzt auch endlich mal raus. Oh mein Gott. Okay, Bro, ich glaube, nach vorne. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Ich glaube, wir laufen jetzt gerade im Kreis. Ich glaube, es gibt hier keinen Ausgang mehr für uns. Doch, ich glaube schon. Du bist auch so schnell, du bist ja hardcore schnell. Ja, ich laufe erstmal. Du läufst nicht normal, du bist doch sprinten die ganze Zeit. Nein. Oh Gott, oh Gott. Natürlich, guck mal, wie langsam ich bin. Ich bin auch am Sprinten. Wo bist du so langsam? Weiß ich auch nicht. Du hast irgendwie Boost aktiviert oder so. Und du läufst. Wo müssen wir hier vorne lang oder was? Ich hab ein Auto gefunden. Ich meine, die Pfeile sind ja auf dem Boden. Wo bist du? Ich hab ein Auto gefunden. Oh, oh mein Gott, ich war erschrocken, Alter. Ich hab ein Reifen quietschen gehört. Ich komm rein. Warte. Okay. Fahr los. Aus dem Weg. Oh Gott. Dein brennt es. Oh, nicht dein, da ist der, glaube ich. Oh, der komische Mitarbeiter. Oh nein, oh, da ist er. Fein um. Bam. Ja, weiter. Fein um. Das Auto kaputt, du. Schießt auf uns. Oh Gott. Feier, oh Gott. Wo fährst du denn hin? Oh Gott, ich weich aus. Bro. Du fährst ja wirklich wie der letzte. Hier geht's runter. Oh. Hä? Okay, hä? Raus. Schnell. Geht nicht. Hä, wo dann lang? Ich glaube, wir müssen uns einen Weg frei machen. Ja, okay, komm. Hier vorne. Ja, hast du nicht Dynamit irgendwo? Ja, ich hab Dingens. Warte. Warte mal, hier. Ja, wichtig, brauchen wir. Okay, warte. Ich hab hier auch Raketen. Okay. Oh Gott. Okay, können wir da raus? Ich bin nicht sicher. Nee, können wir noch nicht. Weiter. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Angst, dass das Monster gleich kommt oder was das da war. Guck mal grad. Okay, und das Loch geht ein bisschen tiefer. Aber noch nicht ganz. Immer noch nicht? Vielleicht müssen wir auch nach unten graben. Ah, das könnte auch eine gute Idee sein, ja. Komm, probieren wir aus. Oh Gott. Oh. Nee, unten geht das nicht. Gar nichts. Wir sind für immer in Ikea gefangen. Nein, das kann nicht sein. Also Freunde, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unser Haus am Start und heute wird unsere Mission sein, dieses Haus auf jeden Fall mal zum Fallen zu bringen. Und das Ding ist, Freunde, wir haben auf jeden Fall auch krasse Sachen mit am Start. Und zwar erstmal ein Zug hier unten, mit dem wir quasi halt auch den dann reinfahren können. Wir müssen dafür halt nur diese Teile hier. Seht ihr das? Ich kann hier natürlich jetzt aber mit dem Hammer nicht kaputt hauen. Aber das heißt, der Zug wird dann voll reindüsen in das Haus und dann auf der zweiten Etage haben wir einfach nochmal so einen Zug, Leute. Und auf der dritten Etage haben wir nochmal so einen Zug, der dann quasi komplett das kaputt machen wird, Leute. Und ich sage euch so, wie es ist. Wir werden auf jeden Fall die Züge auf jeden Fall auch gleich benutzen. Ich werde jetzt schon mal hier probieren und ich will mal wissen, ob das schon reicht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel so eine neue Waffe nimmt, die ich mir rausgesucht habe, und zwar einmal den Disruptor. Und dann, seht ihr das, Leute? Das ist auf jeden Fall echt eine richtig, richtig krasse Pistole. Und das Ding ist, das ist so eine Pistole aus der Zukunft. Man könnte damit jetzt zum Beispiel von hier unten reinschießen. Okay. Und man kommt quasi sogar fast bis ganz... Oh, boah, okay. Hier kommt auf jeden Fall... Oh, hier kommen anscheinend noch ein paar Teile jetzt runter. Das wird anscheinend noch ein bisschen passieren. Aber wir können auch hier die Ecken ein bisschen abschießen. Das Ding ist, wenn man... Je schneller man klickt, desto mehr macht man quasi hier kaputt, Leute. Und ich sage es so, wie es ist. Es könnte auf jeden Fall hier mit diesem Ding ganz gefährlich werden. Oh. Oh Gott. Wo kommen die Betten her? Leute, wo kommen die Betten her? Okay, ich sehe schon dieses Haus. Oh Gott. Zum Fallen zu bringen, ist schon mal relativ schwierig. Also ihr könnt schon mal sehen, wir kriegen es anscheinend mit dieser Waffe nicht kaputt. Also beziehungsweise zum Fallen zu bringen auf jeden Fall schon mal nicht. Aber es liegt auch daran, weil diese Waffe hier nicht die ganzen Sachen kaputt macht, sondern nur so... Pass auf, wir machen jetzt hier unten nochmal ganz kurz alles kaputt. So, oh nein, der Zug hat mich ein bisschen kaputt gemacht, Leute. Okay, pass auf, wir lassen mal anfangen jetzt hier den ersten Zug reinzufahren. Wir brauchen dafür auf jeden Fall einmal ganz kurz hier, ich muss jetzt hier mal ganz kurz auswählen und zwar hier nehmen wir jetzt mal unser C4, Freunde, und dann platzieren wir das C4 einmal ganz kurz daran und dann zünden wir es auch mit dem Top.
Hallo? Fährt der Zug schon? Oder? Oh, wir haben dieses ganz Minimale hier, ne? Das wir kaputt machen müssen. Okay. So? Das auch noch? Okay. So. Jetzt fährt er, oder was? Oder habe ich hier auch noch irgendwelche Stops drin? Leute, anscheinend... Warte, ich gucke gerade mal. Irgendwas muss ja noch den Zug stoppen, glaube ich, gerade. Irgendwo. Ah, hier, ne? So, und jetzt aber. Bam! Warum fährt denn nicht? Probieren wir mal ganz das Ding hier oben aus. Also eigentlich müsste man ja diesen Zugstopper... Den haben wir nicht hier... Oder haben wir den hinten auch? Nee, ne? Genau, wir haben nur hier vorne. Okay, das heißt, ich mache jetzt dieses Teil hier. Das mache ich jetzt... ziehe ich jetzt ganz kurz mal C4 dran. Auch hier unten. Ah, ihr seht es hier schon. Ah, das Ding jetzt hier auch wieder. So, zack. Oder sind das die ganzen Zugstopper? Ich glaube, das sind die ganzen Zugstopper, ne? Okay, oh, stimmt, Leute. Das sind die ganzen Zugstopper. So, zack. Pass auf, das heißt, hier müssen wir die nur abmachen. So... Okay, okay, okay und okay, Freunde. Und jetzt einmal ganz kurz. Bäh! Hey! Nein, der halbe Zug fehlt! Oh Gott! Oh Gott, das ganze Spiel laggt. Oh nein, wir haben jetzt außersehen einen Zug reingejagt, Freunde. Und zwar in das Gebäude. Und mein Spiel laggt leider. Und schon ist der Zug jetzt drin. Die Frage ist natürlich gerade, was macht man jetzt hier am besten mit dem Zug? Und zwar, Leute, ich zeige euch jetzt mal, was man am besten mit dem Zug macht. Wir nehmen jetzt hier nämlich einmal ganz kurz unser Q2 Raygun. Oh, und schießen einfach hier ein Loch durch. Aber kann ich den Zug auch kaputt machen? Geht das? Okay, ich kann den Zug schon mal nicht kaputt machen. Ne? Das ist schon mal interessant zu sehen. Aber das Ding ist, hier hängt jetzt einfach gerade ein Zug dran. Okay, ich will es mal wissen. Pass auf, ich will es mal ausprobieren, Freunde. Wir wollen es dann so machen, dass wir quasi jeden Zug hier reinjagen. Müssen wir jetzt hier unten noch einmal... Genau, ich glaube, wir müssen hier unten nämlich einmal noch das Ding entfernen. Wir nehmen mal ganz kurz C4 und machen es gleich so, dass wir quasi alle Züge auf einmal quasi losfahren lassen. So hier, okay, ich glaube, da müssen wir noch ein Teil wegmachen. Das heißt hier, wenn wir ganz kurz rangehen und... Aua! Okay, fährt der jetzt schon? Ach, da ist noch ein kleines Teil. Okay. Jetzt fährt er, oder? Sag mal, was hat denn der? Warum fährt denn der nicht? Ich glaube, wir müssen echt alle Teile wegmachen, ne? Gut, wir können natürlich auch hier ganz kurz den Zug davon trennen. So, und dann düst er rein, Leute. Er düst rein in das Haus. Bam! Oh mein Gott, mein ganzes Spiel. Mein ganzes Spiel ist jetzt hier am Laggen, Leute. Ohne Spaß. Oh Gott. Und, oh nein. Oh nein, der Zug fällt durch, ne? Okay, also wie man gerade sehen konnte, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Zug wieder im Gebäude drin. Aber ich würde mal sagen, wir starten mal ganz kurz die Map neu und dann werdet ihr sehen, was passieren wird, wenn man drei Züge auf einmal in ein Haus jagt. Hier ist das Gebäude wieder in seiner ganzen Form am Start und ich frage mich gerade, ob man vielleicht auch hier den Zug so ein bisschen nach unten bringen kann. Das heißt, wir können jetzt hier mal ganz kurz probieren. Okay, die Waffe macht schon mal nichts dagegen. Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz die Thermitkanone nehmen. Wow! Nein! Verdammt! Ich habe einen Hausbrand losgelöst. Das wollte ich gar nicht. Feuerlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Wo ist ein Feuerlöscher, Leute? Wir brauchen Feuerlöscher. Kurz hier Löschaktion machen. Ich wollte das nicht. Es tut mir sehr leid. Oh Gott, Leute. Das wird gar... Oh nein, das wird gar nicht gut ausgehen. Oh Gott, das wird auch niemals... Ich kriege das auch niemals gelöscht. Ich kriege das Ganze doch... Obwohl, doch. Doch, doch, doch. Ich kriege es gelöscht, Freunde. Okay, alles kein Problem, ne? Die Zugaktion findet gleich statt. Ich muss nur einmal ganz kurz hier die Leute im Gebäude noch am Leben behalten. So, hier. Oh Gott, Leute. Oh nein. Okay, ich krieg's irgendwie nicht gelöscht. Es hört halt einfach nicht auf. Ne? Es ist schon mitten im Gebäude drin. Es hat doch eher hardcore durchgebrannt. Gut, dann will ich mal ganz kurz erstmal vorher wissen. Ich wusste gar nicht, dass das Ding hat. Was passiert eigentlich, wenn man... Hä? Wow! Was passiert, wenn man jetzt hier das ganze Gebäude... Wird das zum Einstürzen gebracht, wenn das jetzt anfängt zu brennen? So, mal gucken. Wenn wir jetzt hier... Oh! Alter! Guck dir das mal an jetzt hier. Das ganze Gebäude auf der Seite auch nochmal. Wow! Ist einfach am Brennen. Okay, wir machen jetzt hier auch nochmal ganz kurz nach unten. So. Alter, was? Und dann geht es nochmal hier bis nach unten. So, okay. Oh, oh Gott. Rasen. Okay, das heißt, Leute, wir haben jetzt... Alter, wie cool das aussieht, ne? Wir haben jetzt hier so ein ganzes Gebäude, was jetzt gerade anfängt zu brennen. Aber es brennt jetzt gerade nur außen, ne? Hä? Aber eben hat es doch sogar innen gebrannt. Oh nein, es brennt unten weiter. Aber eben hat es doch noch innen gebrannt. So, warte mal ganz kurz. Was ist, wenn man jetzt hier drin ein bisschen... Oh Gott. Alter, was ist das für eine krasse Waffe? Ich glaube, diese Waffe könnte vielleicht auch hier vorne das Stahl durchbrennen. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn man... Yeah! Bam! Okay, ein paar Funken sind auf jeden Fall auf dem Balkon gelandet. So, das Haus ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen geschwächt. Ich würde sagen, wir könnten jetzt mit dieser Zugaktion schon mal beginnen, dass wir den Zug reinjagen. Und zwar erstmal alle drei... Brennt das noch ein bisschen? Wow! Okay, seht ihr, wir können sogar reinzoomen. Wir können jetzt quasi
komplett zum Brennen bringen. Alter, ich muss sagen, das ist schon meine Lieblingswaffe gerade irgendwie geworden, muss ich sagen. Okay, pass auf, Freunde, wir machen das jetzt so. Ich muss jetzt erstmal wissen, wie macht man jetzt hier... Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nur so ein paar Teile benutzen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall unser C4 in die Hand, Freunde. So, C4 nehmen wir in die Hand. Und dann machen wir das Ding weg. Das Ding weg. Das Ding weg. So. Dann hier hinten auf jeden Fall das Ding weg. Dann machen wir hier vorne das Ding weg. Okay, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal auf einer Etage den Zug gesetzt. Das gleiche machen wir nochmal ganz jetzt hier, dass wir jetzt hier nochmal C4 ansetzen. Dann wieder unter jedes graue Teil. So, so. Oh nein, verdammt, das ist egal. Das ist beim Zug nur gelandet. Das ist kein Problem, Freunde. Das wird kein Problem sein. Das wird kein Problem am Ende sein. So, und der letzte Zug nochmal ganz kurz hier unten. Kurz nochmal hier vorne den Stopper kaputt machen. So, Stopper kaputt machen. Dann hier die Teile und hier und hinten dran. Und jetzt, Leute, werdet ihr quasi sehen, wie drei Züge auf einmal in ein Haus reinfahren. Und boom! Ich glaube, ich habe was verkehrt gemacht. Okay, Freunde, nach langer Recherche habe ich herausgefunden, wir müssen nur zwei C4-Sachen setzen. Und zwar einmal hier vorne, einmal da hinten, dann noch einmal hier vorne und dann so und noch einmal hier hinten. Und das gleiche nochmal hier oben. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, wie drei Züge auf einmal in ein Haus reinfahren, Leute. So, okay, es ist zwar nicht mehr so heftig verbrannt, das Haus, weil wir neu starten mussten, aber pass auf, mal gucken. Guckt auf die Züge. Lasst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn ihr von noch mehr sehen möchtet. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Detonation! Nein, vom Fettnen ist nur in der Mitte. Oh Gott, der fährt durch, hängt fest. Okay, kein Problem. Zug oben setzt seine Segel. Bam, okay, der nächste Zug, Freunde. Oh, der ist runtergefallen, der Zug. Oh Gott, er geht oben rein. Er geht, oh, okay, jetzt haben wir noch unten einen Zug, Leute. Mal gucken, was passiert, wenn jetzt der untere Zug, der jetzt voll reinbrettert. Warum ging dann das gerade nicht gleichzeitig? Ist ja blöd. Okay, jetzt nochmal der Zug von unten. Bam! Okay, der Glöcklerzug. Guck mal, hier ist er komplett durchgefallen, der eine. Ist der andere noch hier irgendwo drin? Ja, hier oben, ne? Ich mach dich mal ganz kurz frei, lieber Zug, ne? So, dann kannst du auf jeden Fall auch hier, guck mal. Dann kannst du noch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Wenn wir jetzt hier unten nochmal ein bisschen frei machen. Genau, dass du nochmal runterfallen kannst. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, er wird gleich die... Oh nein, er wird die Hauswand abreißen. Er wird die Hauswand abreißen, Leute. Er wird durchfallen, ne? Der wird garantiert durchfallen. Wow! Hey, er hält sich fest. Wie auch immer. Er hält sich... Was? Okay, warte. Nichts festhalten hier. Nichts festhalten. Wir halten uns hier. Ja, oh! Oh mein Gott. Okay, nochmal ins Haus reingebrettert. Okay, also das war auf jeden Fall... Alter Schwede. Die drei Züge komplett kaputt gemacht worden, Leute. Ey, Leute, der sieht einfach so extrem groß aus. Okay, lass mal anfangen mit so einem relativ entspannten Fahrzeug. Wie jetzt hier so einen kleinen Go-Kart. Mal gucken, wie stark das Ding ist, Leute. Es ist ja endlich mal wieder so weit. Wir haben jetzt eine schöne Tierdon-Folge. Wir haben ja richtig viel Tierdon mal gemacht. Wow! Mit Tagiwagi, Leute. Hulk zerstört. Und jetzt ist einfach der Regenbogenfreund da. Oh nein. Einfach schon das erste Loch. Und ihr gefragt, ob ich mal wieder Tierdon bringen kann. Und ja, Mann, Leute. Ich habe sowas von Bock drauf. Na, wir werden ihn heute komplett auseinandernehmen. Den komplett großen Regenbogenfreund mit den Autos jetzt hier schön gegen sein Bein gegen. Oh, naja, doch, es ist schon ein bisschen was abgebröckelt bei ihm, aber ich kann nicht mehr fahren, leider. Ihr müsst mir jetzt auf jeden Fall einen Gefallen tun, Leute. Und es ist vielleicht ein großer Gefallen. Drückt jetzt mal richtig doll auf den Like-Button. Lasst uns heute mal die 10.000 Likes schaffen, wenn ihr mehr von Tierdon von sehen wollt, wie wir so gegen andere Charaktere wieder Autos reincrashen. Und die dann quasi aufhalten. Alter, das war auf jeden Fall gerade auch ordentlich. Aua. Richtig was drin. Ich glaube, der wird aber einfach viel zu viel aushalten, Freunde. Ich habe ja auch noch richtig krasse Waffen am Start, die ich benutzen kann. Wie zum Beispiel so ein Laserschwert. Damit können wir komplette Sachen zerstören. Wie jetzt zum Beispiel jetzt hier die Schaufel einfach abgemacht oder jetzt hier oben. Warte, ich stelle aber ganz kurz drauf. So, wartet. Zack, das Ding hier abmachen, Leute. Und ey, ich sag euch, Tier, dann macht so viel Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal ein heftiges Fahrzeug, Leute. Oh, tut mir leid. Das können wir jetzt nämlich nutzen, das halbe Fahrzeug, um jetzt hier richtig in ihn reinzudüsen. Ja, und tschüss eigentlich. Wow. Yo, Leute. Alter, alter, alter. Oh, oh, so viel Explosion. Und oh nein, es hat einfach jetzt hier direkt schon so ein Feuer angefangen zu brennen. Oh, oh, Leute, das wird sich wahrscheinlich auf den Regenbogenfreund gleich auswirken. Ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen weiter nach hinten. Hier ist auf jeden Fall ein richtig schöner Sportwagen, mit dem wir jetzt hier schön in ihn reinfahren können. Ich glaube, ich mache auch gleich mal so ein richtig krasses Pipe-Bomb auf mein Auto rauf, dass es nochmal einen heftigeren Effekt hat. Und ich will auf jeden Fall direkt schon mal hier auf seinen Arm gehen, Leute. Ja!
Ja, der ist nämlich gleich ab. Und, oh, können wir noch fahren? Wir können noch fahren. Oh Gott, das Feuer verbreitet sich echt richtig doll. Ich sehe nichts, so viel Rauch. Okay, wir sind leider ein bisschen kaputt gegangen. Das macht mir auf jeden Fall nichts aus. Ich habe leider gerade schon so ein Ding falsch platziert, Leute. So, hier kommen jetzt nämlich so ein paar kleine Teile raus. So, und zack. Und deswegen, wir können jetzt hier nämlich schön die nutzen, um jetzt hier in den Regenbogen reinzufahren. Und dann sind wir quasi wie so ein, wie nennt man Leute, diese Würmer mit so Zacken an der Seite, die sich so richtig reinbohren. Oh, 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 und... Das war ja ein kompletter Reinfall mit dem Wagen. Guck mal, wie wir jetzt hier drin sind. Das war ja total schlecht von uns. Und das nochmal schlechter. Ich glaube, es wird Zeit, hier größere Geschosse aufzufahren mit so einem richtig, richtig großen Bus, Leute. So, Regenbogenfreund. Du wirst jetzt hier mega, mega Schmerzen haben. Oh, yo, der hat ein komplettes Loch in der Schulter, Leute. Und das Feuer. Wie krass sieht das einfach gerade erweitert. Der wird bestimmt richtig Feuer im Hintern bekommen. Na, können wir vielleicht diesmal hier den Zementwagen bändigen? Das ist eines der schwersten Fahrzeuge zu fahren, Leute, weil da so viel Zement drin ist, dass man immer sehr, sehr leicht umkippt. Deswegen muss ich sehr langsam fahren. Oh nein. Dann nehme ich halt so einen Monster-Truck, Leute. Der sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Hahaha. Regenbogenfreund, macht ihr auf was gefasst? Leute, ich sag's euch, wir werden jetzt hier den Arm abtrennen. Wir gehen jetzt hier komplett... Ja, ja. Jetzt sind wir hier wie ein Regenwurm im Apfel. Jawohl. Und komm schon. Oh, oh, oh Gott. Ja, nach unten. Oh, Leute, sehr gut. Oh, warte, jetzt kann ich hier sogar noch schön in seinen... Oh, was? Es brennt hier überall. Bam! Oha! Wir sind gerade voll durch sein... Aua, 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 aua. Unser Fahrzeug ist kaputt. Wir sind gerade voll durch sein Bein gegengefahren. Und es komplett ist einfach gerade am Brennen. Ich glaube, er würde vielleicht anfangen auch zu brennen. Macht Platz hier für ein richtig crazy Auto. Oh, warte mal. Lass uns mal dieses Boot, Leute, voll machen. Mit diesen richtig, richtig krassen Bomben jetzt hier. So, kurz hier raufgehen. Und jetzt können wir hier schön... Wir haben ein paar Passagiere jetzt hier, ne? So, einmal hier Emil, ne? So, alle ranmachen. Hier hinten auch nochmal. Und dann nochmal aufs Boot vorne, so richtig so, als hätten wir so einen richtig so einen Stoßdämpfer jetzt hier. So, Alter, das wird dem so wehtun, Leute. Ew, unser Boot ist ganz, ganz gefährlich. Wir müssen auf jeden Fall so vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell da mit dem Ding fahren. Okay, leichte Beschleunigung, leichte Beschleunigung, leichte Beschleunigung. Ja, das Boot fliegt. Fliegboot, mach kaputt, mach kaputt. Und boom, ich höre es nur explodieren, es leckt komplett und... Hat's kaputt gemacht, Leute? Ist das Boot... Warte mal, ist das Boot gerade in ihm drin? Oh mein Gott! Was, Leute? Das Boot ist hier komplett durch. Hä, wo ist denn das Boot hin? Oder sind wir durch? Hä, wo ist denn das Boot hin, Leute? Das ist hier, glaube ich, irgendwo aufgelöst. Das hat sich komplett aufgelöst. Wir machen diese Teile auf jeden Fall echt mega, mega viel Spaß. Deswegen hier nochmal ein paar hinmachen. So, zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen was bauen. So, okay. Und jetzt sind wir bereit zu fahren aus dem Weg hier. Ich bin mit meinem krassen Gabelstapler am Start. Nicht umkippen. Wenn du umkippst, ist sehr, sehr kontraproduktiv. Können wir jetzt hier vielleicht den ersten Arm von dem Regenbogenfreund abtrennen. Boom. Was eine Mega-Explosion. Aber der Arm? Ah, oh Gott, warte mal, mein Auto. Ich glaube aber, der Arm, Leute... Oh, guck mal. Der hängt da jetzt nur so richtig leicht dran. Ich glaube, der ist, ja, fast schon... man kann es sehen. Der ist hier gerade fast am Abfallen. Das ist gerade so, als würde irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein kleines Seil nur dran sein. Wie beim Zahnziehen. Und jetzt pass auf. Oh, ja, und jetzt schön gegen den Arm gegen. Wichtig. Ah, komm schon. Ah, ah, ah. Ich glaube, wir müssen mehr auf den Körper gehen. Aua. Erstmal in den Schulbus gehen. Okay, kleiner Regenbogenfreund. Jetzt wird es ganz, ganz übel für dich aussehen. Ich fahre jetzt nämlich voll in dein Gesicht. Bam! Yo, Leute. Das war wie wir gerade echt mega, mega heftig. Oh, oh. Oh, oh. Hier ist ja komplett alles abgebrannt. Was? Okay, warte. Ich muss Wendekreis, Wendekreis. Oh, ich glaube, unser Bus, der, nee, ich glaube, da kann man auch nicht mehr Kinder mit transportieren. Ich glaube, der Regenbogenfreund möchte richtig Ärger haben mit mir. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie heftig ich bin. Haut da rein, ihr blöden Autos. Boom. Okay, mit dem Ding scheint es wohl doch nicht so gut zu funktionieren. Aber wir können trotzdem rüberfahren und werden jetzt... Alter, das Ding ist voll schnell wegen diesen, dieser Booster da, ne? So, ganz, ganz vorsichtig. Und jetzt hier schön reinbrettern, Leute. Ei, ei, ei. Ja, gegen den Arm. Und boom.
Hey, wir sind abgeklatscht wie so ein Ping-Pong-Ball. Na toll, der fährt sich, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht müssen wir noch einmal von unten attackieren, Leute, dass er einfach so hinfällt, weil der Arm, der hängt so auf 7:30. Den will ich jetzt auf jeden Fall weghaben, Leute. Der Arm nervt mich da vorne. Ich muss jetzt ganz gezielt hier die Rampe nehmen, Leute. Zack und boom. Oh yeah, der Monster-Bagger ist am Start. Alles klar, Leute. Dann mal ganz kurz aus dem Weg jetzt hier. Hey, nein, mein Bagger hängt in dem Wagen fest. Hallo. Okay, muss ich halt rüberfahren. Hallo. Vorbeifahren. So, jetzt geht's aber. Okay, der, oh, wir können doch gleich mit dem Panzer auf ihn raufschießen, Leute. Nee, ne? So leicht kommst du mir nicht davon. Aufstehen jetzt hier. Hallo. Nein, meine Baggerschaufel ist abgebrochen. Und jetzt? Ja, können wir wieder reingehen. Alles entspannt, Leute. Ich habe alles geregelt jetzt hier, ne? Kein Problem jetzt hier im Paradies. Abfahrt. In den Regenbogenfreund, der andere Arm. Oh, ja, Leute. Und jetzt hier richtig reincrashen. Was? Was? Yo, und jetzt hier nochmal ganz kurz. Warte. Ja, ja. Ich häng fest, aber das war gerade sehr, sehr viel Schaden, den wir gemacht haben. Jetzt wird's ganz, ganz verrückt, Leute. Das Leben ist auf jeden Fall echt nicht mehr viel von dem. Ich werde jetzt hier, glaube ich, mal anfangen, mein Auto so ein bisschen anzuzünden. So, geht das hier mit dem Flammenwerfer? Nee, ne? Ey, ich dachte, ich kann nicht das Auto anzünden und dann so richtig so quasi wie so einen brennenden Pfeil da reinschießen. Aber es scheint nicht so funktionieren. Aber ich kann jetzt trotzdem, pass auf, Leute, und zwar richtig den dicken Schaden machen. Ich werde jetzt hier nämlich wie ein Bandwurm agieren. So, rein hier. Und, ja gut, wieder raus. Aber Leute, habt ihr das gesehen? Das Feuer macht gerade schon wieder Schaden. Ich kann es kaum erwarten, gleich den Wagen hier zu nutzen, Leute. Aber der Bus wird es auf jeden Fall auch tun. So, Regenbogenfreund. Weiter rein geht's bei dir in dein Gesicht. Ja. Oh Gott, Leute, wir bohren uns durch. Wir bohren uns durch bis zur Krone. Yo. Alter, das war gerade richtig krass. Wie viel Schaden haben wir den gerade einfach gemacht, Leute? Wie der einfach aussieht, komplett durchlöchert. Meep, 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 meep. Jetzt machen wir mal was ganz, ganz Heftiges, denn wollen wir uns ja auch ein bisschen steigern. Hier kommt jetzt überall ein bisschen Nitro, Glycerin ran, Leute. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und... Und jetzt können wir auf jeden Fall das ganze Teil nutzen, um richtig eine krasse Explosion auszulösen. Ich glaube, wir sollten mit dem Teil dann so ein bisschen weiter unten reinfahren, also komplett den Bauch aufsprengen. So, und rein da! Boom! 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 Oh! Alter! Was war denn... Ich kann nicht mehr fahren. Wie krass sieht denn bitte schön das gerade aus, Leute? Yo. Ja, okay. Und jetzt pass auf, Leute. Schön mit dem Bus hier rein und boom. Ey, wir haben jetzt fast den Kopf, Leute. Wir haben jetzt fast den Kopf. Auto. Nein, nein, nein. Leute, ihr hättet echt nicht mehr viel Leben. Ich glaube, es wird gleich Zeit, dass wir ihn komplett mit dem einen großen Wagen absolut auseinandernehmen. So, jetzt hier ganz kurz die ganzen Baumstämme jetzt noch in ihn rein platzieren. Ja, zack. Und jetzt, pass auf. Oh, ich bin rausgefallen. Mein Wagen hat sich aufgelöst. Aber die Baumstämme sind platziert. Die sind alle mit Giftäu besprüht. Das heißt, er wird, glaube ich, gleich sowieso in sich hineinwinseln. Und ich meine natürlich Giftfeu, oder wie das Ding heißt, ne? Keine Ahnung. So, rein jetzt hier mit dem absoluten Mega-Fahrzeug. Wupp-boom. Wupp-boom. Oh, okay, warte, wir sind unten auf dem Boden gelandet. Aber wir können jetzt, glaube ich, hier mit dem Ding... Oh, nichts mehr berühren. Komplett seine Beine auseinandernehmen. Zack. Ein Bein, Leute. Rückwärts fahren. Und jetzt hier komplett das andere Bein, Leute. So. Kurz bisschen Schaden machen. Hallo. Hey. Warum geht der nicht kaputt? Der Wagen hält ihn einfach noch auf Trab. Jetzt ist der dem Ende nah, Leute. Also wenn er jetzt nicht drauf geht, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht mehr, weil jetzt übertreibe ich übertrieben. Mein ganzes Game wird auch anfangen zu laggen. Das wird ganz, ganz crazy, ob das aussieht. Mal gucken, ob das überhaupt mein PC schaffen wird. So, jetzt alles voll hier machen. Ich ist hier gefühlt wie so ein komplettes Paradies. So, also wenn der jetzt das Ganze überlebt, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Wenn der das überlebt, dann ist es auf jeden Fall auch verdient, dass er dann auch steht. Egal. Egal, ich mach One-Man-Army, Leute. One-Man-Army. One-Man-Army da rein und boom. Oh, nein.
gehen. Ey, komm schon. Ah, ah, Mann. Mir reicht jetzt, Leute. Alle Pläne, die ich machen, gehen schief. So, jetzt kommt der Panzer und jetzt wird der Regenbogenfreund abgeschossen. Boom. Boom. Oh, oh, nicht drauf gehen. Boom. Oh, mein komplettes Spiel leckt. Mein komplettes Spiel leckt, Leute. Weil ich, glaube ich, gerade seinen Kopf abschieße bis zum geht nicht mehr. So, und ihr könnt sehen. Ja, bam. Und das war's mit dem Regenbogenfreund, Leute. Er ist komplett K.O. Ich bin komplett auseinandergenommen. Er ist jetzt nur so eine Statue oder sowas, ne? Das Leben ist auf jeden Fall auch komplett null gegangen. Das ist auf jeden Fall gewesen, Leute. Wenn ihr von mir messen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.